Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin ein unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und ich bin jetzt in der Nähe von Wien mit Karin Kneisel verbunden, die wiederum Publizistin, Lehrbeauftragte, Energieanalystin und ehemalige Diplomatin ist. Guten Tag, Frau Kneisel. Ja. Guten Tag, Herr Schall. Am Anfang würde ich mal gerne mit Ihnen ein wenig in die deutsche Presse schauen und zwar von Ihnen ein wenig interpretiert aus der Alpenrepublik. Und zwar ging es in der letzten Woche, am Ende der letzten Woche, um den österreichischen Sonderweg in der Flüchtlingsfrage. Mhm. Was ist darunter zu verstehen und teilen Sie das, dass da ein Sonderweg eingeschlagen wird oder wie ist das zu beurteilen? Also wenn ich kurz zusammenfassen darf, Aussagen österreichischer Politiker, wo ich jetzt einmal den Bundeskanzler Werner Faymann, SPÖ, ausnehme, sondern ich reduziere mich jetzt mal auf Innenministerin und Außenminister, beide ÖVP, die haben in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, die Einladungspolitik kam aus Deutschland, nicht wir haben eingeladen. Also das kam nicht aus Österreich, Österreich war hier Durchzugsgebiet. Nun hat Österreich in den letzten Monaten vermehrt mit zurückgewiesenen Flüchtlingen zu tun. Das heißt vor allem in dem Fall Marokkaner und andere Nordafrikaner, die an der deutschen Grenze, weil sie eben nicht unter die Kategorie schutzwürdige Kriegsflüchtlinge fallen, zurückgewiesen werden und die dann in Österreich in gewisser Weise hängen bleiben. Und das ist statistisch gesehen, kann sich das auf bis zu 150, 200 Personen pro Tag belaufen. Und hier ist jetzt die österreichische Vorgangsweise, Mazedonien unter anderem stärker zu dem aufzubauen, wozu auf der Schengen-Außengrenze offenbar die Mittel fehlen, die Möglichkeiten fehlen. Vielleicht ist das auch in erster Linie geografisch bedingt, wenn man eben an die Insel, an die Inseln Griechenlands denkt. Aber seitens Österreichs versucht man jetzt beispielsweise eben durch den Vorschlag, Truppen zu entsenden nach Mazedonien, hier einfach eine Möglichkeit zu schaffen, dass es zur Zurückweisung von Nicht-Kriegsflüchtlingen bereits in einem früheren Stadium kommt. Ist es denn so, dass Sie die Analyse teilen, dass Deutschland eingeladen hat? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja offensichtlich. Ja, und bricht Deutschland dabei auch Gesetze? Oder steht es über dem Gesetz in gewisser Weise? Also ich würde sagen, die deutsche Bundeskanzlerin entscheidet schon seit geraumer Zeit ziemlich einsam. Also das ist jetzt nicht nur meine ganz persönliche Kritik, sondern das höre und lese ich auch immer wieder von deutschen Parlamentariern. Für einige der Entscheidungen hätte es zumindest eines Bundestagsbeschlusses gebraucht. Kann man dann von einem deutschen Sonderweg sprechen? Ja, letztlich wurde es getragen von der deutschen Bundesregierung. Ja, ja, aber wie kommt solch eine Entscheidung zustande? Offenbar eine sehr einsame Entscheidung der Bundeskanzlerin, die bei allem Hickhack, die also in der CDU-CSU plus SPD-Koalition besteht, doch durchgetragen wird. Ja, aber war solch eine Position irgendwann mal zu erwarten? Hat die sich angekündigt? Ich mache da mal einen eigenen Reim drauf, was am 4. September passiert ist. Das ist nämlich wirklich in erster Linie als ein PR-Coup gedacht war. Die damals am Budapester Bahnhof festsetzenden 3000 Syrer wollte man herausholen, vielleicht vor dem Hintergrund, dass das Ansehen Deutschlands halt 5 Jahre lang irgendwie massiv beschädigt war, mit dem jeweiligen eben Hinweis immer Euro-Diktat aus Deutschland. Und ich glaube, viele Mitglieder der deutschen Bundesregierung waren betrübt, sauer, angekratzt durch die Art und Weise, wie sie in spanischen, italienischen, griechischen Medien in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Also wir kennen ja alle die Fotomontagen, die Karikaturen von der Bundeskanzlerin in Wehrmachtsuniform und als Hitler-Persiflage, wo es eben immer wieder hieß, Deutschland und das Diktat. Und man versuchte offenbar Anfang September hier ein bisschen die Kommunikation umzudrehen, so nach der Devise Orient meets Occident in Berlin, dann die große Völkerverständigung einzuleiten. Und das hat man eben mit dieser einen Aktion in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. September, wollte man das vielleicht erreichen, nur man ist dann eben immer stärker in diese, es gibt keine Obergrenze und wir schaffen das, Kommunikation hineingerutscht. Und die fällt im Moment, würde ich sagen, der gesamten Europäischen Union auf den Kopf, nicht nur Deutschland, Österreich, Schweden und Dänemark.
Teilen Sie denn den Optimismus, dass Deutschland und andere in Europa das schaffen? Nein. Ja. Das ist eine absolut dümmliche Aussage, weil diese Aussage inklusive der Selfies, die die Bundeskanzlerin mit den Flüchtlingen machen ließ, inklusive der klatschenden Menschen auf Hauptbahnhof München, genauso hier auch am Wiener Bahnhof, diese Bilder gingen in Bruchteilen von Sekunden um die Welt und haben Millionen andere einfach motiviert, auch aufzubrechen. Ja? Also das hat sich ja mittlerweile, wurde das ja auch von genug Demografen auch entsprechend bestätigt. Und das war auch meine erste Reaktion damals im September. Und als ich im November in Syrien und im Libanon war, wurde ich von libanesischen Sicherheitskräften darauf hingewiesen, dass einfach tausende Palästinenser beispielsweise aus den von der UNRWA betreuten Lagern sich auf den Weg gemacht haben und dazwischen auch sehr, sehr ungute Früchtchen sind. Und den Grundtenor, den ich in Syrien, Israel und in Libanon zu hören bekam, also ich war in allen drei Staaten im Herbst, war, ihr wisst nicht, worauf ihr euch eingelassen habt. Ja, das ist ja auch ein langfristiges Problem und findet ja nicht gerade statt in einer geschichtlichen Phase, die reibungslos vonstatten geht, sondern wir sind ja in einer wirklichen Krisensituation, in einer mannigfaltigen Krisensituation, und so haben wir zum Beispiel auch eine Eurokrise. Da steht ja gar nicht mal fest, wie wir da eigentlich rauskommen. Ob Europa nicht vielleicht eines Tages richtig bankrott dasteht. Und da frage ich mich als Finanzjournalist, wenn das denn so käme, wer schafft denn dann das mit der Integration dieser Flüchtlinge? Ja, es ist ja nicht nur die Finanzdimension des Ganzen. Ich glaube, wenn man sich einfach die Struktur, wir haben ja eine Strukturkrise des Arbeitsmarktes aus vielfach Gründen. Ja. Also es war in den 80er Jahren um einiges leichter, Menschen mit geringer Qualifikation oder geringen Sprachkenntnissen unterzubringen am Arbeitsmarkt. Also ich denke da nur ein konkretes Beispiel, das mir damals in guter Erinnerung blieb, weil ich habe einer irakischen Familie geholfen, Mitte der 80er Jahre mal, die nach Österreich kamen und ich privat kannte. Und ich konnte ja einfach über drei, vier Ecken dem Mann der Familie einen kleinen Job an einer Tankstelle organisieren. Haben Sie heute noch Tankstellen, wo Menschen arbeiten? Ja. Also wir haben einfach in allen Bereichen einen Rückgang der Arbeitsplätze, wir haben einen Anstieg der Arbeitsnebenkosten. Und eines, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass die Arbeitslosigkeit, die einfach in unseren Breiten in allen Segmenten herrscht, ja, von den Qualifizierten bis zu den wenig Qualifizierten, das ist einfach ein Dilemma, in dem sich die meisten europäischen Staaten befinden. Und dass eine Gruppe von vier Ländern vor allem zu den wesentlichen Destinationen zählen und dass man eben auch als Kriegsflüchtling nicht in Ungarn bleiben möchte, nicht nach Polen gehen will. Im Fall Österreichs gab es den Versuch im Herbst, eine Gruppe von 450, die in Österreich im Asylverzug waren, in die Slowakei zu bringen. Aber wie gesagt, das rechtliche Verfahren weiterhin in Österreich zur Hand haben, die wollten einfach nicht. Ja. Also da ist einfach der Wunsch, Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, das sind die vier Staaten, die ganz oben auf der Agenda stehen. Und diese vier Staaten haben aber auch schon lange nicht mehr die volkswirtschaftliche Kraft, um eben den Umfang an Menschen aufzunehmen, mit dem sie gegenwärtig konfrontiert sind. Und es ist ja damit noch nicht abgetan. Ja? Also laut Kanzlerin Merkel geht es ja weiter. Ja, ist das auch für Sie nachzuvollziehen, dass diejenigen, welchen die sehr optimistisch sind und meinen, dass wir das schon schaffen mit dem Flüchtlingsproblem, dass das auch Leute sind, die eher nicht so von dem Problem betroffen sind, sprich die politische Klasse, Arbeitgeberverbände oder Mainstream-Journalisten. Die müssen sich ja zum Beispiel nicht auf diesem Niedriglohnsektor mit den Neuankömmlingen herumschlagen. Ja, das mag ein Argument sein, aber ich glaube, es hat mehr mit einer gewissen Ignoranz und Naivität zu tun. Mhm. Gut, dann komme ich dann zur Frage, die einige umtreibt, nämlich wer kommt denn da eigentlich? Ja, also im Fall Österreich ist die an erster Stelle sind es Afghanen und hier vor allem 16- bis 18-Jährige.
Und da läuft man Gefahr, dass man ähnlich wie in Schweden beispielsweise eigentlich eine Situation hat, dass man ein Geschlechterungleichgewicht in einer bestimmten Altersgruppe, nämlich 16-, 17-, 18-Jährige, erreicht. Valerie Hudson von der Universität Texas hat dazu für Schweden schon mal im Frühherbst eine Studie erstellt, die ich jüngst auch in einem Essay zitierte, die ich insofern ganz interessant finde, weil es vieles von dem fortdenkt, was ich in einem Buch vor 5 Jahren beschrieb, nämlich Testosteron macht Politik, also die Unmöglichkeit vieler junger Männer aus Nordafrika in der östlichen Raum, das gilt aber genauso für Afghanistan, wo ein gewaltiger Bevölkerungsdruck herrscht, durch einfach eine Bevölkerungsexplosion. Durchschnittsalter in einigen dieser Länder liegt zwischen 17 und 20 Jahren. Und wenn Sie dann in dieser Altersgruppe 80% haben, die als Männer nach Europa kommen und beispielsweise in Schweden dann landen, da haben wir eine pro Kopf am höchsten Zuwanderung, auch in dem Fall von jungen Afghanen, dann enden Sie in dem Dilemma, dass beispielsweise heute in Schweden auf 100 Frauen in dieser Altersgruppe 125 Jungs kommen. Das ist eine höhere Zahl als das, was wir im problematischen China kennen, wo nämlich 115 Jungs auf 100 Mädchen kommen und wir kennen die sich daraus ergebenden Folgen. Also das, was so manche halbgebildete Ökonomen in den letzten Monaten immer wieder von sich gaben, von wegen demografisch alles ganz, ganz wichtig und das Geriatriezentrum Europa bräuchte all diese jungen Menschen, die haben sich das wirklich nur sehr oberflächlich angesehen. Und nachdem man ja unkontrolliert, unregistriert eben die Leute durchließ, sind wir auch in der Situation, und ich habe das in TV-Interviews von Anfang an gesagt, rund 30, 40% derer, die sich als Syrer ausgeben, sind nicht Syrer. Es gab einen regen Handel bereits ab Mai mit syrischen Pässen. Und das andere ist, dass damit auch sehr, sehr viele Nordafrikaner hereinkamen, also vor allem Marokko, Algerien, aber auch Ägypten, die wirklich in keiner Weise als Kriegsflüchtlinge zu qualifizieren sind. Genauso aber auch Personen aus dem Nordirak, die auch nicht unmittelbar aus Kriegsgebieten kamen. Und in weiterer Folge hatten wir natürlich auch einen ganz, ganz starken Zufluss von Menschen aus Pakistan und Bangladesch. Das alles war natürlich im Sinne dieser unregistrierten und eben Willkommenspolitik nach dem Motto, es gibt keine Obergrenze und kontrolliert wird nicht. Wird das noch gravierende Folgen haben mit dem Auf jeden Fall. unregistrierten Einreisen? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, die ersten Ergebnisse hatte man bereits am 13. November. Immerhin waren 3 der Attentäter mit Flüchtlingsstatus versehen. Ja, okay. Aber könnte das auch sein, dass da so syrische Papiere aufgetaucht sind? Ja, es wisst, ich glaube, das ist ja mittlerweile notorisch bekannt, wie viel gefälschte syrische Pässe und so weiter im Handel sind. Es gab doch auch dieses bekannte Beispiel eines niederländischen Journalisten, der für den niederländischen Premierminister einen syrischen Pass um 100 Dollar erstellen ließ. Ja. Also damit berichte ich ja jetzt nichts Neues. Ja, ich hab darauf in Interviews schon im Juli, August hingewiesen. Das hat ja jetzt gar keinen Nachrichtenwert mehr. Gut, die Emotionen, die Einstellung hier in Deutschland ist ein wenig umgekippt, aufgrund der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln. Und da spielte das ja dann auch ein wenig die Rolle, dieses Testosteron. Und da hatte ich mich gefragt, weil ich ja wusste, dass ich jetzt mit Ihnen darüber reden kann, waren das nicht fast so ein wenig Szenen wie damals in der zweiten Welle des Aufstandes in Ägypten auf dem Platz, dem berühmten in Kairo? Ja, teilweise, aber ich glaube, diese Bilder, die sind halt bekannt geworden. Man muss ja auch nur in die Nebengassen schauen. Und es ist halt in Ägypten ist die Situation die, dass 90% aller Frauen schon in irgendeiner Weise mal sexuell belästigt wurden. Ja, das muss ja nicht nur jetzt am Tahrirplatz vor laufender Kamera sein, sondern das passiert dort täglich im Autobus, in der U-Bahn, am Arbeitsplatz und so weiter. Und da schützt sie kein Schleier, keine Burka. Das ist das Momentum. Dann wollte ich Sie nochmal fragen, weil Sie ja dort waren, wie Sie auch schon erwähnt haben, in Libanon und in Syrien. Können Sie ein wenig die Zustände dort beschreiben, die ja dann auch die Leute dazu bewegt, sich auf die Reise zu machen? Ja, also in Syrien haben wir 14 Millionen, die als intern Vertriebene gelten. Wir haben ein Land von rund 24 Millionen. Auch hier eine Bevölkerungsexplosion. Also als ich in Syrien studierte, 1987, zählte das Land noch 10 Millionen Menschen.
Und es ist in erster Linie die eher einfachere ländliche Bevölkerung. Also wir haben ja in Damaskus, in der Türkei, da geht das Leben weiter. Ja, also die Unis sind in Betrieb, die Zeitungen werden herausgegeben. Ich habe genug Bekannte, die Unternehmer sind, die mir klipp und klar sagen, wir können kein Deutsch, wir können kein Schwedisch und es ist mit unserem Selbstverständnis nicht vereinbar, uns in Deutschland durchfüttern zu lassen. Also wir versuchen hier irgendwie durchzukommen. Und der viel zitierte Mittelstand, der eine Fremdsprache spricht, der Verwandte im Ausland hat, der ist schon vor sehr langer Zeit geflohen, weil sie einfach mit dieser äußerst repressiven Diktatur der Assads beispielsweise oder des Saddam Hussein in den 1980er Jahren schon nicht klar kamen. Und ich habe ehemalige Studienkollegen, Arbeitskollegen, die aus dem Irak oder aus Syrien in den 80er Jahren geflohen waren, die aber mit einem anderen Weltbild und mit anderen Erwartungshaltungen nach Europa kamen, als das heute der Fall ist. Ja, und die dann jetzt kommen, was bringen die dann für einen Bildungsstand mit? Auf was kann sich der deutsche Mittelstand so freuen oder die Arbeitgeberverbände? Ja, also das hat sich ja mittlerweile herumgesprochen. Ich kann da auch nur zitieren, die deutsche Arbeitsministerin Nahles, die doch gemeint hat, schon im Oktober, also maximal 10% sind am deutschen Arbeitsmarkt integrierbar. Also das sage ich ja auch nichts Neues. Ja, und dann wurde gesagt letztens, nach 3 Jahren dürften die Herrschaften wieder gehen. Das ist doch utopisch, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland ist, inwieweit sie ein Asyl auf Zeit bereits in Gesetzesform gegossen haben. Ist das bereits in Deutschland der Fall? Nein, es geht ja darum, dass die halt den Flüchtlingsstatus haben und der gilt ungefähr für 3 Jahre halt. Also Asyl auf Zeit. Ja. Ja, weil in Österreich wurde dieses Asyl auf Zeit eben jetzt gerade vor 2 Wochen eben gesetzlich verabschiedet. Vorher galt es, wenn Sie mal einen Asylbescheid bekommen haben, dann galt der unbefristet. Man hat das eben jetzt umgewandelt. Und da ist natürlich die Frage, wenn Sie jemanden eben in den Arbeitsmarkt und so weiter einbringen und mit vielen Deutschkursen etc. Aber was nachvollziehbar ist mit dem Argument, in Syrien ist die Lage wieder stabil, bitte gehen Sie wieder zurück. Natürlich hier ein Dilemma entsteht, keine Frage. Andererseits absolut nachvollziehbar, dass Asyl auf Zeit geschaffen wurde, weil das entspricht eigentlich auch dem, was die Genfer Flüchtlingskonvention vorsieht, nämlich nach Wegfall des Verfolgungsgrundes gilt auch nicht mehr der Schutz. Dann macht Deutschland bzw. die EU so eine Art Bückling vor Herrn Erdogan und der Türkei. Ist das nicht ein wenig ironisch, wenn man sich mal anschaut, welche Rolle die Türkei im Bürgerkrieg in Syrien spielt? Ja, sicher. Also das habe ich auch schon mehrfach kundgetan und meines Erachtens müssten wir eigentlich in sämtlichen europäischen Hauptstädten auf die Straße marschieren mit dem Slogan Not in our name, ja, genauso wie das Menschen in anderen Situationen gemacht haben, weil sie einfach mit der Regierungslinie nicht einverstanden waren und diese Bücklingshaltung gerade der deutschen Bundesregierung, die von vielen anderen Regierungen nicht mitgetragen wird, ist äußerst bedenklich. Also es hat auch heute eine türkische Tageszeitung bei dem Besuch von Merkel ganz groß erste Seite getitelt. Frau Merkel, ist Ihnen nicht bekannt, wie viele Journalisten und andere politische Häftlinge in diesem Land sind? Also man kann hier wirklich nur den Kopf schütteln über diesen Kniefall und über diese Ignoranz der Lage. Und der nächste große Schwung an wirklich politischen Flüchtlingen, ja, an Menschen, die einfach versuchen werden, aus einer Diktatur zu flüchten, das werden Türken sein. Ja, wir haben heute Montag und zwar einen bestimmten Montag in Deutschland, jedenfalls im Rheinland, nämlich den Rosenmontag. Und da gab es heute etwas zu lesen und zwar gab es so einen Krach um einen Erdogan-Mottowagen in Düsseldorf, nämlich die türkische Generalkonsulin verlangte, dass dort ein Mottowagen verhüllt werden sollte, der Herrn Erdogan zeigte mit einem Vertreter des IS. Die beiden stießen an mit blutgefüllten Gläsern, die die Kurden repräsentierten. Das ist beißende Satire? Ja, das ist auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wie weit auch da wiederum, wie weit darf, soll, kann Satire gehen?
Aber die Tatsache, dass eben mit dem Abnicken auch Deutschlands natürlich ein Krieg gegen die Kurden geführt wird und nicht gegen den Islamischen Staat, hat sich ja auch herumgesprochen. Ja, sehr viele Kurden leben in Deutschland. Da möchte ich dann die Frage mal stellen. Die Kurden waren doch eigentlich die einzige Partei in der Region, die so richtig dem IS Paroli boten, oder? So ist es. Und deswegen hat ja auch beispielsweise Russland gesagt, für die Genfer Gespräche, die also vorletzte Woche starteten, dann nach ein paar Tagen wieder abgebrochen wurden, die Kurden müssen mit am Tisch sitzen. Ja, und Sie unterstützen das? Also ich bin immer dafür, dass wenn man die Mühe investiert, Gespräche zu führen, ist es, glaube ich, ein Gebot der Logik, dass man alle Betroffenen einbindet. Wie beurteilen Sie die Rolle Russlands im Syrien-Konflikt? Syrien ist einer der vielen Sponsoren dieses Krieges in gewisser Weise. Ich habe von Anfang an gesagt, Syrien ist kein Bürgerkrieg, sondern immer auf Stellvertreterkrieg hingesprochen. Ja. Russland hat aber meines Erachtens eine viel vorhersehbarere Linie immer schon verfolgt im Nahen Osten. Also man kann in gewisser Weise sagen, seit 200 Jahren hat Russland gewisse geopolitische Konstanten und damit ist sie um einiges vorhersehbarer als die des Westens. Ja, in der Vergangenheit gehörte es zum Repertoire der Medien und der Politik zu sagen, wir haben eine Krisensituation im Mittleren Osten, drum steigt der Ölpreis. Derweil haben wir aber jetzt gerade die Situation, wir haben eine Krise im Mittleren Osten, aber der Ölpreis sinkt, er stürzt. Womit hängt denn das zusammen? Also Sie würden doch auch zustimmen, dass das was Neues ist. Also ja, aber jetzt mittlerweile auch schon seit Sommer 2014. Ja. Mhm. Ja, ja. Also es hat nicht angefangen jetzt erst in den letzten Monaten oder Wochen. Und es hat sich einfach dann 2014 zum einen manifestiert, das Überangebot, das bekannt war, also die Produzenten im unkonventionellen Segment wurden Opfer ihres eigenen Erfolges. Das hat sich ja auch irgendwo angebahnt. Ja. Wir haben einfach eine Rezession, die um einiges massiver ist, als die meisten zugeben wollten. Wir haben eine Situation, die sich auch herumgesprochen hat, dass die Volksrepublik China dreht und dass sie einfach weniger Öl und Gas benötigt, was die Energieerzeugung anbelangt, weil hier einfach die Volkswirtschaft sich in eine andere Richtung dreht, nämlich Richtung tertiären Sektor. Und das Überangebot hat auch im konventionellen Sektor natürlich viele Ursachen, weil Saudi-Arabien hat bis vor November 2014 im Schnitt um die 10 Millionen Fass gefördert und produziert jetzt 2 Millionen Fass pro Tag. Die Rückkehr des Irans, bei der es hieß seitens mancher Analysten, die sei bereits eingepreist, die ist offensichtlich nicht eingepreist und alle haben einfach Sorge, dass mit den 3, 4, 5 Millionen Fass, die der Iran sehr wohl produzieren kann, eben jetzt nach Wegfall der Sanktionen, eben dieses aktuelle Überangebot sich noch weiter ausdehnt. Zeitgleich haben wir natürlich etwas, und das habe ich auch im letzten Jahr immer wieder darauf hingewiesen, in dem Moment, in dem wir in Saudi-Arabien eine richtig komplizierte Situation haben sollten, weil in Saudi-Arabien gegenwärtig so eine Art Interregnum ist, dann haben wir natürlich binnen kürzester Zeit wieder Preissprünge nach oben. Also das kann jederzeit sein und dann ist die Geopolitik wieder absolut retour. Jetzt haben wir aber für die Saudis eine komplizierte Situation, nämlich im Jahre 2014 hätte Saudi-Arabien ja durchaus die Förderung sofort cutten können, hat es aber nicht gemacht, genauso wie die OPEC insgesamt nicht. Dann der Preis rasselte in den Keller, was das Resultat mit sich führte, dass der Staatshaushalt in Saudi-Arabien massiv defizitär ist. Ja, aber ist auch nicht zum ersten Mal. Also das hatten wir Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Damals hat doch König Abdullah schon mal gesagt, in einer großen Rede Anfang der 90er Jahre, Leute, die goldenen Jahre sind vorbei. Wir hören ähnliche Reden eben jetzt auch im letzten Jahr. Nur die Situation ist trotzdem eine massiv andere als eben Anfang der 90er Jahre. Wir haben
im Energiesektor natürlich auch Substitutionen, die im Gange sind, die immer mehr um sich greifen. Also manche Stimmen behaupten ja auch, dass der VW dieses Skandal vielleicht rückblickend in der Geschichte eines Tages auch als das Anfang vom Ende eben der Verbrennungsmotoren gelten könnte. Wie gesagt, das meinen manche Stimmen, die ich hier nur zitieren kann. Und wir haben heute einfach auch eine Situation, dass mit dem Aufstieg und dem Erfolg des Kalifats des Islamischen Staates, mit der äußerst, wie soll man sagen, unkontrollierbaren Situation in Saudi-Arabien selbst, die ja auch der Bundesnachrichtendienst Anfang Dezember sehr klar auf den Punkt brachte. Und es wussten wahrscheinlich auch die Herren im BND, die das dann an die Presse weitergaben, dass sie das vielleicht auch aus einer Not heraus taten, weil ihnen klar war, dass ihr Chef, in dem Fall die Kanzlerin, nicht sehr viel davon halten wird. Und sie desavouierte ja dann auch wiederum den BND, indem sie meinte, nein, das sei alles gar nicht so schlimm. Jedenfalls der Bericht des BND lief darauf hinaus, Achtung, Saudi-Arabien ist auf dem Weg, immer mehr zu einem Faktor der Instabilität auf der gesamten arabischen Halbinsel zu werden. Und das haben wir. Das haben wir nicht nur in dieser Konfrontation Saudi-Arabien versus Iran aufgrund der Hinrichtungen von Anfang dieses Jahres. Wir haben es im Jemen, also den Krieg, den Saudi-Arabien beziehungsweise der sehr erratische Verteidigungsminister und Lieblingssohn des Königs Mohammed bin Salman vom Zaune brach letzten März. Dieser Krieg ist auf dem Wege dazu, zum Vietnam der Saudis zu werden. Und die Saudis wollen halt auch um jeden Preis mitmischen in Syrien. Und das alles verkompliziert natürlich die Situation. Und hier versuchen meines Wissens nach vor allem auch die Chinesen hinter den Kulissen ein bisschen Ruhe in diesen ganzen, in diese ganze Verwirrung hineinzubringen. Ich hatte den Eindruck, bei aller Ferndiagnose, die ich mir da erlauben darf, also ich habe da nur die Bilder gesehen und Kurzfassungen des Besuches des deutschen Außenministers Steinmeier vor wenigen Tagen in Saudi-Arabien, dass der eigentlich da ziemlich hilflos stand und bewusst vernachlässigt wurde. Ja, also man hat ihm sicherlich nicht den Respekt entgegengebracht, den er sich erwartet oder erhofft hatte. Ja, wo Sie sagen, dass Saudi-Arabien ein wenig Amok läuft, um es mal so zu sagen. Diese Amokläufer im Mittleren Osten, die werden ja immer gut bestückt mit Waffen aus dem Westen. Das ist ja zum Beispiel auch im Krieg der Saudis im Jemen so. Ja. Nämlich zum Beispiel sehe ich gerade hier, dass die britischen Waffenverkäufe an Saudi-Arabien während der Militärkampagne in Jemen ziemlich in die Höhe geschossen sind, nämlich von, hier steht, glaube ich, auf 1 Billion Pfund mittlerweile, ja. Von bescheidenen 9 Millionen Pfund. Ja. Ja. Also, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel die Saudis dann sagen, dass sie eventuell Bodentruppen nach Syrien schicken wollen, da könnte es doch zum Beispiel auch sein, dass die dann deutsche Panzer mitnehmen, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat ja in Deutschland, in der Öffentlichkeit, wie auch im Bundestag, eine ziemlich heftige Debatte schon lange, bevor die Situation sich so zuspitzt, wie das aktuell der Fall ist, hervorgerufen. Und Saudi-Arabien ist meines Wissens nach Nummer 2 weltweit, was Waffenkäufe anbelangt. Und ich habe da vor ein paar Wochen mal eine kurze Aufstellung gesehen, wo man zeigte, also das Verhältnis Arsenal Iran versus Saudi-Arabien. Aus dem ging ganz klar hervor, dass die Iraner also zwar viel, viel besser dastehen, was die Truppen anbelangt, vor allem sie haben nationale, sie haben Staatsangehörige, die als Soldaten kämpfen. Und in Saudi-Arabien haben wir zwar ein riesiges materielles Arsenal, modernst bestückt, aber es fehlen die Leute, die das bedienen können. Also sie brauchen Pakistani, sie brauchen Nepalesen, sie heuern mittlerweile auch schon in Südamerika an, sie brauchen Briten, Holländer, wen auch immer, der die Flugzeuge fliegt. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Dilemma der Saudis, aber weil sie einfach so gut zahlende und im großen Stile einkaufende Kunden sind, sind natürlich Staaten wie Großbritannien, aber detto Frankreich, detto die USA, die im Umfang von fast 60 Milliarden Dollar Waffen lieferten vor einigen Jahren, äußerst interessiert, sich diesen Markt warm zu halten.
Ja, ein großer Pfeiler, ein zentraler Pfeiler unserer Wirtschaftsordnung ist ja der sogenannte Petrodollar. Nachdem die USA die Verbindung zum Gold gekappt haben, war der Reservewährungsstatus des Dollars ein wenig in Frage gestellt. Man hat das Problem dann gelöst, indem man Saudi-Arabien bewegte, zu sagen, in der OPEC verkaufen wir Öl ausschließlich in US-Dollar. Und diese US-Dollar, das war dann noch so ein weiterer geheimer Deal, die Dollars, die wir generieren durch die Ölverkäufe, die leiten wir dann wiederum in Staatsanleihekäufe in den USA. Jetzt ist es so, dass die USA gar nicht wissen, wie viel eigentlich die Saudis an Staatsanleihen haben. Ich habe nämlich vor kurzem gelesen und ich habe sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass das US-Schatzamt macht bekannt, die genauen Bestände an US-Staatsanleihen, die über 100 Staaten halten. Aber für über ein Dutzend Staaten gilt das nicht und unter anderem für Saudi-Arabien. Das könnte aber ein Problem werden, wenn Saudi-Arabien beschließt, seine Staatsanleihen massiv auf den Markt zu werfen. Ist die, sagen wir mal, die schönste Zeit der Petrodollar-Ehe zu Ende? Vorbei? Also meines Wissens nach haben all diese Staaten ziemlich gut ausgestattete Staatsfonds geschaffen, Sovereign Wealth Management Funds, die, so viel ich vermute, ja, ich habe keinen Einblick, wie die bilanzieren, aber mittlerweile einfach durch Firmenanteilkäufe, durch eine Diversifizierung im Währungsbereich und so weiter, sich eigentlich von diesen Verwundbarkeiten, glaube ich, etwas freigeschaufelt haben. Und das Problem sehe ich vor allem darin, dass, wenn ich mal nehme, eine Institution wie die Deutsche Bank sich sehr, sehr abhängig macht von derartigen Staatsfonds, wenn sie eben so wie das 2014 der Fall war, den Staatsfonds von Katar sich mit fast 13% als Aktionär hereinholen. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage und vielleicht beantworten Sie die anders als andere. Was ist denn jetzt die eigentliche Herausforderung, die sich für uns stellt in dieser Situation? Gegenwärtig geht es meines Erachtens, also ich kann jetzt mal für Österreich sprechen, in erster Linie darum, das Vertrauen der Menschen in die staatlichen Institutionen, allen voran Polizei, Armee, also die Exekutive wiederherzustellen, weil das ist einfach im Keller. Und wenn die Armee, wenn die Polizei zur Seite gedrängt werden von tausenden einströmenden Flüchtlingen, dann ist das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt. Und dieses muss einfach wiederhergestellt werden. Das ist das absolute Gebot der Stunde. Kommen wir dann jetzt mal so langsam in die Schlussrunde. Und zwar würde ich vielleicht noch mal fragen, die Frage nach den Kosten. Wer bezahlt das denn eigentlich, die ganze Sache mit dem Schlamassel mit den Flüchtlingen? Jetzt würde man ja vielleicht mal den Verursacher zur Kasse bitten wollen. Wenn man denn den Verursacher zur Kasse bitten wollte, wohin müsste denn die Rechnung gehen? An welche Adresse? Den Verursacher. Ja. Also. Zum Beispiel, ich würde ja mal sagen, die Situation in Syrien gäbe es ohne den Irakkrieg 2003 so nicht. Ja, na sicher. Ich meine, das Ganze hat, es gibt für alles eine Chronologie und es gibt Ursache-Wirkung. Und der Islamische Staat ist nicht das Böse, nicht vom Himmel gefallen, sondern der ist ein unmittelbares Ergebnis des Irakkrieges. Aber so sehr diese Logik ihren Reiz hat, wir werden damit nicht sehr viel weiterkommen, weil. Also ich sehe nicht die USA irgendwelche Reparationen zahlen. Ja. Das wird, also ich glaube mal, das wäre absolut müßig, dem nachzugehen oder auch nur darüber länger nachzudenken. Und das, was die Flüchtlingskatastrophe jetzt in oder das Flüchtlingsdilemma in Europa anbelangt, das hat schon auch noch andere Ursachen jenseits des Riesenfehlers, den die USA und ihre Verbündeten 2011 begangen hatten, weil immerhin, pardon, 2003, es waren ja auch nicht die USA alleine, ja, es sind ja die Briten damals genauso mitgerannt wie die Polen und die Tschechen und so weiter. Aber man muss schon auch darauf hinweisen, dass hätte man in so manchem Außenministerium, Budgetabteilung ein bisschen mehr Weitsicht bewiesen und sich gesagt,
wir müssen die Menschen, die in Grenznähe versuchen, ihr Auslangen zu finden, und das gilt nun einmal für die meisten Flüchtlinge, weil sie natürlich in der Hoffnung sind, sie können zurückkehren, beziehungsweise war es da auch möglich, und ich habe das in vielen Flüchtlingslagern gesehen in der Region, in irgendeiner Weise als großer Familienverband, als Dorfgemeinschaft, wie auch immer, für eben ein Provisorium sich zu schaffen. Und wir hatten halt leider die äußerst fatale Entscheidung vieler westlicher und anderer Gebernationen im letzten Jahr fast zu halbieren, die Zuwendungen an das Flüchtlingshochkommissariat und andere. Also auch das ist eine der vielen Ursachen für die Flüchtlingsdilemmata, die wir heute in Mitteleuropa haben. Gut, aber dann bleibt doch immer noch die Frage, wer bezahlt das denn? Ja, gegenwärtig sind es die Steuerzahler in all diesen Aufnahmeländern. Ja, aber jetzt könnte der Steuerzahler doch so wie ich daherkommen und mal fragen, ja, ob da nicht... Ja, das wird funktionieren. Jetzt glauben Sie, also ich bin ja Journalist und ich glaube ja an die Macht der Information. Und ich glaube ja, dass man sehr wohl ein Plädoyer dafür ablegen kann, dass die USA, die Türkei und gewisse Staaten des Golfes zur Kasse zu bitten wären. Ja, kann sein, aber ich meine, damit müssten sie auch genauso, ja, wenn sie es dann aliquot aufteilen wollen, dann müssen sie auch die Briten, dann müssen sie alle, die damals mitmarschiert sind, ja, und es waren, wie gesagt, es waren nicht die USA alleine. Ja, aber es war ja nicht nur der Irakkrieg, sondern das hat sich ja dann weiterentwickelt, wen man unterstützte in der Region, wen man nicht unterstützte. Ja, im Wesentlichen haben wir doch einen Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. Und wir wissen doch, auf welcher Seite zum Beispiel die USA immer zu finden sind bei diesem Krieg. Ja, nicht unbedingt. Also die USA haben im Irak schon eine ziemlich pro-schiitische Linie aufgebaut, aber sie haben nicht gewusst, was... Ja, das war eine taktische Koalition oder eine Kooperation. Ja, sie haben über 20 Milliarden Dollar in eine Armee, genau, die heute als Miliz, als schiitische Miliz gilt. Ja, aber die haben das auch nur für sie gemacht, weil sie mit großen Koffern gekommen sind. Also ein gewisser Herr Petraeus hat einen Geldkoffer aufgemacht. Ja, aber wie gesagt, also ich persönlich meine, das mag ganz, ganz nett als Gedankenspiel sein, aber ich bin für meinen Teil ein Realpolitiker und versuche mich auch immer an der Machbarkeit zu orientieren und ich finde, es ist ein bisschen Zeitvergeudung, darüber nachzudenken, weil es einfach nicht machbar ist. Meines Erachtens geht es sehr, sehr viel mehr darum, gegenwärtig bestimmte Fehler, die im Laufen sind, zu stoppen. Ja, und welche wären das nochmal? Ja, nochmals. Ich meine, muss mir nur anschauen, die Bilder und die Aussagen der deutschen Bundeskanzlerin heute in Ankara. Also das ist ja wohl eine Agenda gespickt mit Fehlern, die sich langfristig auch noch fatal auf uns alle auswirken werden. Die habe ich jetzt aber gar nicht mitbekommen. Also ich war heute nicht vor den Empfangsgeräten. Was ist denn da passiert? Ja, also ich meine, wir sind ja in derselben alten Situation. Die EU findet hierzu keinen gemeinsamen Beschluss, weil beispielsweise die italienische Regierung zu Recht sagt, wir legen da ein Veto ein, weil wir haben hier auch 150.000 Flüchtlinge, die wir irgendwie zu versorgen haben, gebt uns 1 Milliarde. Also das mit dem EU-Beschluss wird nicht funktionieren. Das heißt, es werden 3, 5 oder 8 Milliarden Euro aus deutscher Tasche nach Ankara überwiesen und es ist dann letztendlich diese deutsche Zuwendung und diese deutsche Unterstützung, die dazu beiträgt, dass eben die Türkei weiterhin auf dem Kurs bleiben kann, auf dem sie ist. Ja, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. Gut, dann danke ich für dieses Gespräch und sage bis zum nächsten Mal. Ja? Gerne, vielen Dank. Okay, Dankeschön. Freunde des Jungle Drum Radio, ich hoffe, es hat euch gefallen und ein wenig zum Nachdenken angeregt. Bis zum nächsten Mal. Glück auf.